Herzlich willkommen bei Relay Zero. Hi, Relay Zero. Relay Zero. Oder Generation Relays, keine Ahnung. Ach, du bist ja mit dem Scharfschützengewehr unterwegs, ne? Du machst das schon. Ha, hast du schon gemacht. Ach, wunderschön. Dann müssen wir nicht dahin. Ich fühle mich überhaupt nicht nutzlos wegen dir. Oh, links ist eine Kirche, da können wir hin. Sorry, oh ja. War mal nicht. Kirche. Haben wir einen Unterschlupf. Ja. Das war nicht mit Absicht. Ich wollte nur, weil ich hatte gerade perfektes Schussfeld darauf. Brauchst du Hilfe? Ach, nö, die Tür ist sogar auf. Die Einladung. Hinten die auch. Hinten bei den, wie heißen die? Lass uns den Unterschlupf abholen und weitergehen, oder? Den Unterschlupf abholen, okay. Hallo Unterschlupf, wie geht's dir? Komm mit uns mit. Ja, ich hab auch einen. Ich such nur hier oben, ob hier irgendwas waffentechnisch, Munition. Technisch ist wie am Anfang. Nein, ist es nicht. Okay. Ich renne. Ich renne. Ich. In nomine Patri, im Namen des Herrn, Vater unser. So. Ich komme. Machst du denn eine Teufelsaustreibung oder was? Hm. Hast du nicht so den Exorzismusfilm geguckt? Au, ja. Au. Hier ist ein großer. Boah. Sieht so cool aus. Noch eine Reliantin, echt jetzt? Die schießen ja hier oben richtig aus dem Boden, die Dinger. Hey Pippi Langstrumpf, tralali, tralala, tralala, psasa. Hey Pippi Langstrumpf. Sie macht, was ihr gefällt. Okay. Zerstöre den Tick-Störsender. Hat er einen Tick oder warum heißt er so? Was weiß ich. Hey, lol, die Stinks ist abgesperrt hier gerade. Hier ist ein Telefon. Hast du nicht, Ah, geh doch weg. Welche Taste? Wo ist er denn? Ach, da. Lol, dem sein Kopf wackelt echt komisch. Hast du den Großen in der Ecke hier besiegt? Ja, hast du. Ja, okay. Ja. Gute Schnuffi. Genau. Immer auf mich. Pass auf, neben dir. Kannst du mir ganz kurz Deckung geben? Alter.
Hier drin ist ein Störsender. Ja, da müssen wir irgendwie reinkommen. Ach stimmt ja, die Munition wird ja nicht automatisch zugeordnet. Wo bin ich, Alter? Alter. Könnt ihr mal aufhören? Hier im Wald steht noch ein großer, ne? Hier sind ja so ein ganz großer. Ja. Das mit dem okay. Mit dem Polizeifunkgerät habe ich eins. Hier ist ein Polizeifunkgerät. Da ist nämlich Polizeiauto unten. Okay. Ich schau sofort, ja? Ich geh mal gucken da. Ja, das Lupensymbol. Okay. Ich habe jetzt irgendwie damit gerechnet, dass wir mit unseren Funkgeräten das machen könnten, aber das sind ja Funkgeräte aus der Relay-Antenne. Muss aber sagen, dieses Lupensymbol kennen wir noch gar nicht. Das ist recht neu für uns. Das gab es ja vor diesen zwei großen Updates noch nicht, sofern ich mich erinnere. Hast du gerade das Dings gehört? Nein. Da war gerade ein Funkspruch, ich konnte ihn aber nicht verstehen. Das war auch total verzerrt. Kommt man da jetzt vielleicht rein? Jetzt kommt man rein. Ach so. Und? Da ist irgendwie nichts. Oh. Und hinten ist auch nichts. Hock dich mal hin und geh mal so. Sonst sieht der Groß uns gleich. Ja. Der guckt schon halt so. Wenn wir gehockt sind, sehen die uns irgendwie nicht so. Und das ist so ungewohnt für uns, diese ganzen Hinweise. Sonst musste man wirklich immer alles absuchen und rumrätseln. Ja. Da waren wir, glaube ich, schon. Ist vielleicht auf dem Dach irgendwas? Obendrauf? Es ist auch neu, dass teilweise, also bei mir werden die Bunker-Missionen angezeigt und bei ihm nicht. Ja. Ach, Nebenmissionen haben wir nur noch Holzfäller und Hauptmission die Wissenschaft der Deduktion. Finde die FOA-5-Anlage. Aber der Funkspruch, den konnte ich irgendwie nicht verstehen. Dann war auch nicht wichtig. Den kannst du aber nachhören beim... Ja, hast du ihn gehört? Ja. Nee, ich hab die Miss. Ayasha, vielen Dank für deinen Raid. Du hast auch gerade gestreamt. Oder was? Was ist das? Siehst du da hinten das Licht? Das ist wieder ein Leuchtturm wahrscheinlich. Wollen wir mal hin? Da gibt's safe eine Mission. Boah, jetzt müssen wir ein Fahrrad haben hier. Itzi Bitsi, grüß dich. Wie geht's? Dio. Willst du wirklich da hinten hinlaufen? Das sieht nach so viel Arbeit aus. Ich will mal gucken, kurz, was hier am LKW ist, weil das brennt. Cards Against Humanity. Okay. Muss ich mir auch mal anschauen, wenn du das streamst. Wenn ich nicht da zeitgleich streamen sollte.
Da ist wieder irgendwas abgestürzt. Ein brennendes Auto ist es? Nee, weiter hinten. Weiter hinten? Hä? Wo? Irgendwo da hinten. Welche da, Richtung? Da, wo, Richtung zwischen Nordosten und Osten. Also Nordost-Osten. Ich sehe nichts. Welche Mission? Kann ich nicht sehen. Doch, da so zwischen den Bäumen da hinten. Du kleines Klitschmonsterchen. Du müsst ja gerade darauf zulaufen. Ja, wir laufen geradeaus drauf zu. Wir sollten hier auf diesen Hügel vielleicht gehen. Da brennt Licht. Da hinten ist ganz viel Licht. Ja, ich sehe nichts, was abgestürzt ist. Oh, ja, das, Leute, das hat vom Weiten so geflackert. Ja. Ja, hier geht's bergab. Okay, ich werde sterben. Das müssen wir alle irgendwann mal. Ja, aber nicht jetzt, ist es noch zu früh. Ich gebe jetzt eine Waffe und eine Vision. Dann nicht wie hin. Nicht wie hin. Das ist wie so eine Burg, glaube ich, irgendwas. Ja. Tim, grüß dich. Mücken, ne? Wir fühlen uns von Licht angezogen. Ja. Dann kommt ein riesiger Elektroschockroboter und grillt uns. Ja. Das ist ein verdammtes Flutlicht. Bist du wieder gecopy-paste worden, Tim? Und da unten ist auch dein sagenumwobener Leuchtturm. Ja. Oh, ich finde den Kontrast immer so schlimm, wenn man irgendwo reingeht. Du musst dann langsam so irgendwo reingehen. Mein ja, weil es so hell ist plötzlich. Okay, wie viele von dir gibt's jetzt? Hier ist ein Brief. Notizen des Officers. Ja, wir laufen erstmal da zum Leuchtturm und dann. Bis jetzt dreimal bei mir, okay. Ja, wenn's was bringt. Duck dich am besten, weil hier sind wieder Roboter. Zerstör die Fall. Okay, wir müssen das sogar mal verbleibende Maschinen. Ah, so. Oh lol, die schießen mit Raketen. Habe ich doch schon mal gesagt, dass hier oben Raketentypen rumhängen. Ja, aber ich dachte, das ist die normale Munition. Alles klar, Armin, und vielen Dank für deine vielen Tipps. Gerade mit dem letzten Schuss. Nimm dir EMP-Zellen mit, wenn du findest. Was? EMP-Zellen. Batteriezellen. Wieso? Mit denen kannst du eine größere Horde Maschinen nämlich lahmlegen. Das habe ich nämlich vorhin mal gemacht. Wow, zwei, na, ich 15 benutze Schuss. Diese Dinger nicht, da habe ich so umsonst einfach Platzverschwendung. Also wenn du sie benutzen willst, dann würde ich sie für dich mitnehmen, aber ich nutze die Dinger nicht. Apropos für dich mitnehmen, ich habe hier, komm mal zu mir, ich habe Scharfschützenmunition für dich. Ja, Moment, hier gibt's Waffen. Hier bei mir.
Kampf gewonnen. Mission abgeschlossen, okay. Wollten wir... Ach, da. Wenn du hier hinkommen willst... Also hier gibt's Waffen. Und Waffenkisten, sehr viele. Waffeln. Viele Waffeln. Ah, ist wieder so ein Militärcamp. Ja, ja. Oh, hier liegt wieder ein Typ. Natürlich ist er tot. Ich würde nur einmal gerne mit einem Lebendigen irgendwie. Weißt du? Also die Waffen kann man jetzt nicht wirklich gebrauchen. Nee, wir haben bessere. Oh. Ja. Stufe 3 ist süß. Angeber. Wo hast du mir was abgelegt? Oh, das fragst du mich jetzt. Ah, ist egal. Aber ich leg dir gleich nochmal was ab, weil ich hab nochmal Scharfschützenmunition gefunden. Also ich hab auch auf jeden Fall. Wenn du dahin kommst, wo ich jetzt gerade im Moment stehe, findest du Scharfschützenmunition. Denkst du, ich bleib jetzt hier ewig stehen, bis du dich entschieden hast, hierher zu kommen? Hier, so. Ja. Nein. Da hast du dich aber getäuscht, mein Freund. Ja, aber du hast doch Joghurt für mich. Nein, aber kannst du mir Joghurt besorgen? Joghurt. Wabbelabbadabdab, auf zum Leuchtturm. Wo ist der? Sehenswürdigkeit. Hier steht ein Panzer. Einfach mal so. Wo oh, romantisch. Ein Panzer auf einer grünen Wiese neben einem Bäumchen. Oh. Lol, okay, ich habe einen riesen Leuchtturm gesehen, der ist links. Hauptsache, wie er die Bäume anstrahlt, das sieht voll cool. Ach, voll cool aus. Voll cool. Voll cool. Cool. Das sieht so voll cool aus. Voll hoch sieht das aus. Voll cool. Das war wegen Joghurt. Na so. Wabbelabbadabdab. Ich mag den Spruch. Was, Joghurt? Nein, wabbelabbadabdab. Wie kam es eigentlich, dass du das kommentiert hast? War die langweilig? Ja. Warum sonst sollte ich dir das unter deinen Videos kommentieren? Ich weiß nicht, ich dachte, das hat irgendwas mit Dings zu tun. Mit irgendwas, was wir da gemacht haben. Nö. So voll aus, als wäre da so, als würde es brennen, ne, wenn ein Busch leuchtet hier. Wenn dein Busch leuchtet, sieht das aus, als würde er brennen. Ja. Der ist okay. So heiß, dass er anfängt zu leuchten. Okay. Hier das steht wieder, hier stehen Leute, wieder größere. Ja. Hier gibt es eine Waffe, ein Sammelgegenstand, aber keine Mission. Ja. Wollen wir wieder weg? Oder willst du hier durchkosten? Ich würde gerne in Dings gehen. Ich will mal kurz in den Häusern nach Bandagen gucken. Immerhin findet man hier ein bisschen Munition. Ob man die jetzt braucht oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Aber Hauptsache man kann ein bisschen was. Man bekommt ein bisschen was. Mhm. Überall laufen die Fernseher, die Leute, ne? Die haben zu viel Kohle. Das kostet doch alles. Die sind, glaube ich, spontan aufgebrochen. Dann mache ich den Fernseher doch noch aus. Jetzt mal im Ernst. Vor allem in jedem Raum ist der Fernseher an. Also die Telefonrechnung möchte ich nicht. Die Stromrechnung. Telefonrechnung? Läuft dein Fernseher über Telefonleitung? Ja, deine nicht. Eigentlich schon, wenn ich so Netflix und Amazon Prime gucke, ist das schon über Telefon. Das ist der neueste Shit. Gerade in den 80ern war ja Netflix sehr beliebt. Genau. Die Leute hatten halt nichts anderes, ne? Na, ich kann mich noch an die große Netflix-Sucht von 1984 erinnern.
wo die Leute gar nicht mehr aus dem Haus gingen. Vor allem war ich da minus 4 Jahre alt. Krass. So. Entschuldigung. Igitt. So. Hier ist ein Unterschlupf, ne? Im Leuchtturm. Du bist beim Leuchtturm. Ich bin drin. Oh, du bist drin. Warte, ich komme. 4 HP wegen so einem kleinen Mistding, ey. Aber irgendwas Besonderes gibt's hier nicht. Außer eine Waffenkiste. Eine Portal Gun wäre jetzt geil. Ja. Leute, ich komme hier hoch, überall Trümmer und brennt. Hier gibt's ein Sniper-Gewehr. Ja, ist aber der Stufe 4. Also gleich wie meins. Aber das Visier ist besser. Es ist ein 6- bis 12-faches Visier. Ja, okay. Ich nehme das Visier. Das passt ja ganz gut, dass wir den Unterschlupf gefunden haben. Die Folge ist nämlich auch zu Ende. Ja, das stimmt. Lauf dem Licht mal hinterher, Alter. Ha? Guck mal in den Lichtkegel, wenn der hier so rumschweift. Gerade wenn er an die Bäume kommt. Alter. So, beendet mal die Folge. Ja. Gut. Das machen wir. Müssen nur speichern. Speichern? Wie ging denn nochmal speichern in diesem Spiel? Oder macht er das selbst? Ich weiß es nicht mehr. Das macht er selbst. Wir brauchen halt nur einen Unterschlupf. Da sind wir ja bereits. Ja, machst du die Tür zu unten? Darum gehe ich nochmal raus und dann nochmal rein, damit auch die Waffe gespeichert wird oder so. Ja, ich glaube, der wird sowieso gespeichert. Diesmal wird es Inventar. Jo. Da, ja, wird gespeichert. Dann bis zum zur nächsten Folge von Generation Zero. Zero? Zero. Bis dann. Ciao.